Die Siegesstraße von Kanto könnte lustig werden. Packen wir es an. Hier gilt es ja, die Steine auf die Statuen zu schieben. So in etwa. Das ist auch schon der Meistertrainer, ne? Trainercoach heißen sie. Ich weiß. Ist jetzt wohl eher Demonstration. Also die Mauer geht weg. Fein, fein, fein. Wie man es kennt, scheinbar ist auch der Aufbau der Siegestraße derselbe. Und Siegestraßen sind oft ein bisschen anstrengend, ne? Aber wir haben heute den kompletten Part eingeplant, um zu schauen, wie wir uns schlagen. Ja gut, dann wollen wir doch direkt gucken, was du kannst. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehnst du dich auch nach einem Kampf? Ja, ich will kämpfen. Nun denn, die Zeit für einen Kampf ist gekommen. Ach ja, und heute ein legendäres Pokémon. Zumindest laut Plan, also... Wollen wir klotzen, nicht leckern, ne, Erik? Er hat ein Pokémon, es ist Ditto. Das ist interessant. Das ist interessant. Aber weißt du was, wenn wir zuerst draufhauen, so bevor sich Ditto verwandelt. Bevor sich Ditto... Ja. Hat er einfach noch übelst schwache Werte, ne? Und deswegen... Er macht das aber... Instant Scheiße. Ich hatte Hoffnung, okay. Natürlich, jetzt muss ich ja Mega Tlurak besiegen. Pikachu? Würdest du mal? Kommst du mal kurz? Das ist der Witz, ne? Donner trifft auch, wenn der Gegner oben ist beim Fliegen. Das will ich rausfinden, ob das immer noch so ist. Das trifft trotzdem. Geil. Alter Schwede, ja, jetzt muss ich so ein gottverdammtes Megatlurak besiegen. Da habe ich es mir natürlich selbst mal wieder nicht besonders einfach gemacht. Wow! Langsam verstehe ich, was ich hier angerichtet habe. Mit welchen unfairen Mitteln ich selbst kämpfe. Aber bringt ja alles nichts, hilft ja alles nichts. Ich müsste halt physisch angreifen, das wäre der Witz. Naja. Der haut ordentlich rein, ey. Ja, mein Gott. Es gibt eigentlich keine... Boah, ey. Keine klassischen... Ditto-Kämpfer. Zumindest in der ersten Gen nicht. Okay, jetzt komme ich ins Schwitzen. Die Flora kann ja auch nach Hause gehen. Steinhagel. Steinhagel ist vierfach effektiv, meine Freunde. Zwar nicht die stärkste Attacke an sich, aber... Da raste voll aus. Gut, wir haben ihn. Alter, das war eine Erfahrung wert. Jetzt weiß ich, was für eine Waffe ich im Team habe. Ein vorzüglicher Kampf. Dafür hast du dir das hier verdient. Pikachu-Bonbons. Ich bin auch der Meinung, es war ein guter Kampf, oder? Bei Gelegenheit würde ich das gerne wiederholen. Da ich zu faul bin, um in ein Pokémon-Center zu latschen... Machen wir das halt so. Falls ihr da nichts dagegen habt. Na, da müsste ich wieder nach Britannia City und so. Voll KB. Die AP waren jetzt auch nicht das große Ding. Einfach Heilung einsetzen und... Ah, wir sollten auch noch shoppen gehen, ne? Wir sollten eigentlich noch mal shoppen gehen. Naja, oben dann. Hier muss man sich auch immer für ein Item entscheiden und dann erstmal den Raum wechseln. Ich glaube, das obere war ein bisschen besser. Zumindest früher. TM Tarnsteine. Eine wirklich wichtige Technik für ernsthafte Online-Duelle und sowas. Aber für die Story nicht unbedingt. Hehe, ich trotz nur so vor Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Ich will nicht mit dir aufnehmen. Ich let's play lieber alleine. Naomi, zwei Pokémons.
Der Kangama. So, jetzt da ich weiß, was ich hier in den Händen halte. Erst recht. Jetzt erst recht. Kann ja an der Stelle nochmal betonen, dass Megaturak X der optisch schöner ist natürlich. Besseren physischen Angriff und Verteidigung hat, aber nicht so gut. Also Spezial ist bei Y noch stärker. Außerdem ist er dann Typ Flug statt Treffer. Wobei man sich da auch drüber streiten kann. Was dann besser wäre am Ende. Wir sind nicht mehr in der Bodenarena. Tja, Kangama, da bist du neidisch, ne? Eine Mega-Entwicklung von dir und du wärst OP. Wisst ihr ja, dass Mega-Kangama gesperrt ist überall. Weil der einfach zweimal angreifen darf. Achso, Moment, was? Bisaflor? Warum wollte ich wechseln? Kommt jetzt Mega-Entwicklung. Das wär's. Oh shit. Gerade gibt's, glaube ich, Steigerungs-Hit-Bars. Das geht dann überab. Also Mega-Kangama ist auf vielen Turnieren verboten. Ratatazon, weg ist der Balkon. Ja, komm, wir gehen mal ganz kurz nach unten. So. Und raus, damit ich das Item noch grabben kann. Aber sag mir nicht, ich muss nur mal den Fels verschieben. Das wäre früher nämlich der Fall gewesen. Heute jedoch. In 2019, beziehungsweise 2018 ist das Spiel erschienen. Ich bin. Ich bin ein. Ein Low-Checker. Weiß nicht, wo ich hin will. Nee, damals hätte man alles nochmal neu machen müssen, die Felsen verschieben, oder? Ich denke doch. Erste Gen war ein bisschen gemein. Du findest einen Blattstein. Und es war insofern sogar blöde. Gut, du musst es jetzt nicht jedes Mal machen, aber damals konntest du nicht einfach die Sachen anreden mit einem Aktionsknopf, wisst ihr? Ganz kurz. Du siehst aus, als hättest du was drauf. Wie wäre es mit einem Kräftemessen? Klar. Damals, erst in der zweiten Gen, ab Pokémon Gold und Silber, konnte man vor einem Stärkefelsen zum Beispiel einfach A drücken und dann willst du Stärke einsetzen oder vor einem Gewässer willst du Surfer einsetzen? In der ersten Generation. Rot, Blau, Gelb. Da war das noch nichts. In der ersten Generation hieß es noch von wegen, du musst Start drücken, dann Pokémon auswählen, dann bei Pokémon Überbericht Stärke auswählen und dann hat's geklappt. Geht natürlich immer noch, aber ich bin sehr froh. Ich war auch Pokémon Gold und Silber so heilfroh, dass die das so bequem gemacht haben. Die haben in der ersten Gen auch schon an die Select-Taste gedacht, ja. Wir dachten in der ersten Generation auch schon daran, dass man ein Fahrrad auf Select legen kann und du kannst direkt auf Select das auswählen, ja? Oder? Das war doch in der ersten Gen. Ich denke schon. Doch, doch. Und da konntest du ja auch die Angel wiederholen und so Scherze. So ist das. Aber das kam erst in der zweiten. Also in der zweiten Gen, da gab es dann auf einmal mehr Pokebälle. Also mit verschiedenen. Also in der ersten Gen gab es halt Pokeball, Superball, Hyperball, Meisterball. Mehr nicht. Safariball. Aber den konnten wir ja nicht mitnehmen, dauerhaft. In der zweiten Gen kamen die ganzen Köderball und Netzball und Nestball und wie die alle hießen dazu. Aber die bekam man auch nicht ohne weiteres. Nee. Diese exotischen Bälle musste man die Aprikoko zu Kurt bringen. Den Pokéballmacher in boah, nicht Mahagonia City. Azalea City. In Azalea City. Schön, dass es trifft. Dann bekamt ihr diese seltenen Exemplare. Man musste halt auch so lange warten. Ich glaube, dieses Warten würde dann, wenn es nochmal Remakes geben würde. Ich weiß nicht, wie es ein Hard Gold Soul Silver war.
Das Warten würde dann abgeschafft werden, so wie auch hier das Warten auf ein Fossil nicht mehr existent ist. Gott sei Dank, ne? Ob es neue Let's Go-Spiele geben wird? Haben wir da vorne was? Ich denke schon. Dass da das legendäre Pokémon ist. Ich sollte ein bisschen Stoff geben, wenn ich wirklich zum Ligi möchte. Ich halte mich ein bisschen auf, ne? Zeit vergeht. Jetzt steht da ein dickes Rizeros. Warum auch nicht, ne? Es ist hier zu Hause. Aber ist mir egal, wie lang der Part ist. Wir wollen heute die Siegestraße durchnudeln und das machen wir erfolgreich. Wenn ich durchnudeln will, dann tue ich durchnudeln, ist es klar? Dann sorge ich dafür, dass durchgenudelt wird. Das kriege ich meistens dann auch immer hin. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Krasse Friese. Bist du wichtig? Der Traum jeder Friseuse. Nino. Der Angelo. Gegen Psycho habe ich ja wirklich nichts. Ist angeschlagen, ne? Aha. Ungeil. Ah, Feuersturm geht auch nicht mehr. Fuck off. Wache auf Psycho ist normal effektiv. Mach lieber Flammenwurf. Ja, Hypno hatte ich jetzt auch mal im Team. Schon nice. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, wie ich mir das vorher auch dachte. Hypno ist ein Schatten von Simsala. Also Simsala ist halt OP. Hatten wir in Let's Play Pokémon Blau. Nix geht über Simsala. Also von den normalen Psycho-Pokémon. Früher hatte ich natürlich immer Mewtwo dabei. Er hatte nicht früher sein Level 100 Mewtwo am Start. Das alles gerockt hat. Vor allem zu Zeiten, als es noch kein Typ Undicht gab, ne? Alter, die Psycho-Pokémon. Ich glaube, Simsala wurde sogar ein bisschen abgeschwächt, ne? In der zweiten Gen, auf irgendeine Art und Weise. Fragt mich nicht nach Details, aber so habe ich es im Kopf. Aber Abra, gut, man bekommt ihn relativ früh. Ist ein bisschen blöd, wenn er immer Teleport einsetzt, aber ist auch ein bisschen blöd, dass man den... Achso, da komme ich noch hin. Ich hält. Es ist halt auch ein bisschen blöd, dass man den tauschen muss zum Entwickeln. Ganz klar. Kadabra, Mashok, Georock und Alpollo. Wie er mich nicht sieht. Wie er mich nicht sieht. Das hier ist die Siegerstraße. Die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Hier sind noch einige am Start, ne? Hier wird gekämpft, ey. Hier wird gekämpft, Kenji. Wobei ich meine Aussage auch zurückziehen möchte. Vielleicht ziehen wir das doch nicht so hart durch, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, Glurak, Alter. Es geht, ich dachte schon. Wir machen aber Mega-Entwicklung X jetzt. Oh, und Fliegen. Fliegen ist seine einzige physische Attacke. Und mit Mega-Glurak X wird das physische besser. Fliegen sehr effektiv auf Kikli. Das sollte schon geil werden. Runter da! Jawoll. Hat er noch einen Nocturne im Angebot? Die gibt es ja eigentlich immer nur im Doppelpack. Quappo. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Quappo, ja, mit dem Zweittyp Kampf. Deswegen. Hypner. Habe ich auch schon 100 Mal erzählt von meiner. Beim Killer Quappo, das ich zu zweite Generation Zeiten zusammengebaut habe, weil ich mir überlegt habe, welche Pokémon können
Kennt ihr die Attacken wie Geofissur oder Guillotine, wie sie alle heißen? Diese K.O.-Treffer. Und da gibt's Willensleser in der zweiten Generation. Wenn du Willensleser einsetzt, trifft die nächste Attacke auf jeden Fall. Quappo war der einzige, zumindest zu dem Zeitpunkt, der sowohl Willensleser als auch so eine K.O.-Attacke lernen konnte, nämlich Geofissur. Da habe ich den quasi auf alle Editionen getauscht. Rot, Gelb, Gold, Kristall. Weil ich bestimmte Movesets haben wollte. Die Taktik war gar nicht so schlecht. Solarstrahl. Will ich ehrlich gesagt nicht. Über zwei Runden. Du hast eben Fliegen eingesetzt. Ja, egal. Durak mal weg. Der hat genug gekämpft. Ja, Yugong. Was? Also konnte mein Quappo liebevoll auf Level 100 großgezogen mit, ich weiß nicht, was konnte er? Konnte er noch Hydro-Pumpe oder Surfer? Irgendwas von der Richtung? Irgendwas. Und eine Eisattacke, glaube ich. Aber halt Willensleser und Geofissur. Und das hat halt auch funktioniert, ne? In Pokémon Stadium 2 habe ich den draufgepackt. Das hat alles gereicht, ne? Es sei denn, er wurde nicht sofort platt gemacht, aber er konnte eine 100% Garantie auf seine K.O.-Attacke holen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das in der Form noch so gibt. Shit, man. Ach so, Kampf auf Eis, ich hält. Ah, armes Yugong, es tut mir leid. Da fühlte ich mich richtig schlau damals als Kiddy. Und das war auch ein Grund, warum ich ein bisschen echt sauer war auf die dritte Pokémon-Generation. Ich war so vom GBA gehypt und alles. Und dann kam mir bei der dritten Gen, als Rubin Saphir dann vorgestellt und rauskam, jetzt habe ich ihn. Warum habe ich jetzt ihn? Ja, es reicht wohl nicht, ihn zu besiegen. So ein Scheiß. Ja, warum mochte ich Rubin Saphir von Anfang an nicht? Zum einen hatte ich mir vorgestellt, dass mit der Power, Grund 1, mit der Power des GBA die Textboxen vielleicht mehr Text enthalten könnten. Sprich, zum Beispiel, aber es ist bis heute noch so, dass einfach nur zwei Zeilen sind, weil es im Japanischen auch völlig ausreicht, die japanischen Zeichen. Hier bei uns jedoch, es ist trotzdem, wenn ich es gewusst hätte. Ich gehe in die Vergangenheit und sage, Markus, wundere dich nicht. Selbst wenn es Pokémon für Gamecube gäbe, es wären zwei Zeilen. Selbst beim Nachfolger, des Nachfolgers, des Nachfolgers, des Gamecube, mit ganz anderer Grafik, sind es immer noch nur zwei Zeilen. Das würde ich mir sagen. Aber ich hatte mir das vorgestellt, ne? Pokémon für GBA, ne? Mit zwei Zeilen in der Textbox. Was ein Bullshit, Mann. Und dann wurde Briggs, ne? Briggs ist der Hauptakteur von Rubin Saphir. Alle gesagt, ne, der hat jetzt weiße Haare. Ja, ist offiziell eine Mütze. Aber ich fand den Look auch gar nicht cool, ne, von Briggs. Warte mal, Fee und Kampf? Fee ist sehr effektiv auf Kampf? Okay. Ja, am Kampf-Pokémon mal wieder. Ja, was noch? Und Grund 3, ne? Weil es damals hieß, es sind nicht alle bisherigen Pokémon dabei. Streng genommen sind sie das, ne? Aber erst mit der Zeit bekommt man den nationalen Pokédex. Und ich weiß noch, mein Cousin, der Prally, ne? Der Voltenso. Der hat sich Rubin Saphir geholt und ich habe ihn gefragt, es sind ja nicht alle Pokémon dabei. Sind Quapsel, Quapuzzi und Quappo denn dabei? Und er sagt, er hat die nicht gesehen. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die überhaupt in Rubin Saphir da sind. Also man hat wirklich Pokémon der ersten beiden Generationen gestrichen, aber nur für den ersten Pokédex. Warum ich meine Pokémon nicht geheilt habe, ist eine andere Frage. Das
bisschen mehr challenging zu machen. Fuck, ey. Machen wir den hier. Vielleicht wird's ja aber sehr der E-Reflektor. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Quapsle, Quapuzzi und Quappo. Oder auch, wie hieß der andere? Quaxo. Kommt man, glaube ich, erst nachher, also später noch. Ich weiß nicht, transferieren hätte ich ihn eh nicht können. Ne? Ihr wisst, dass man zwischen den ersten beiden Pokémon-Generationen tauschen kann, aber von denen auf die dritte nicht. Da ist eine Wand davor, das geht nicht. Also schon von den Virtual Console-Editionen gibt es da Verbindungen, aber... Der Pantymos ist eh nicht, das ist nicht unser. Aber von eurem Gameboy und Gameboy... Ich glaube, das sehen wir zum ersten Mal im Let's Play. In diesem Spiel. Gefroren. In der ersten Gen war das das totale Todesurteil. Nur wenn der Gegner dann wieder eine Feuerattacke einsetzt, konntest du den auftauen. Ja, ohne Heißheiler natürlich. Oder Hyperheiler. So, Simsala, langsam wird's interessant. Giflo mit seinem Gifttyp sollten wir auch nicht ranlassen. Leider muss ich meine Worte von vorhin revidieren. Ich denke nicht, dass wir die Siegestraße am Stück machen. Es tut mir leid. Es ist ein bisschen... Die Trainer hier wollen es doch ein bisschen wissen. Und die gönnen wir uns natürlich für ein paar EP. Nehmt mir das nicht übel. Das nehmt mir wohl nicht übel, aber ihr nehmt es mir nicht übel. Ihr nehmt es mir übel, dass ich keinen 50-Minuten-Part hier mache. Das Ding ist, ich will ja auch noch... Ja, ein bisschen shoppen gehen und die Pokémon gut ausrüsten und so. Was natürlich auch mein Bestreben ist, ist, dass ich... gerne in einem Part möglichst viel von der Top 4 reinschmeiße. Was ist das denn? Ein Shortcut von da unten? Ich habe schon Gerüchte über ein Wunderkind gehört. Das bist doch nicht etwa du? Nein. Wie kommst du auf sowas? Nils. Ich hab die Pokémon immer noch nicht geheilt. Ich bin so geil. Not. Ja, ihm gelingt der große Durchbruch. Ich lasse natürlich auch einen schneller. Egal. Dann halt noch ein Trainer, was soll's, ne? Einer mehr oder weniger. Tja. Schwebesturz, los. Verfehlt, so ein Mist. Sichler! Auch ein gutes Vieh. Dass der keine Mega-Entwicklung... Hat er eine Mega... Ach, Quatsch, der hat eine richtige Entwicklung bekommen mit Cherox. Ich vergaß. Aber Pinsy hat eine Mega-Entwicklung bekommen. Weil Pinsy war immer das Gegenstück von Sichlor eigentlich. Aber in der zweiten Gen kam dann Cherox. Cherox hatten wir im Team in Let's Play Pokémon Bloody Blatin. Wir haben ganz viele Pikachu-Bonbons bekommen. Die Bonbons werden wir auch noch verfüttern, keine Frage. Ja, Knogger. Jetzt schaue ich aber. Gut, Giflo funktioniert noch. Ja, ich möchte mal ansprechen, es ist momentan jetzt auch, wird es ein bisschen schwierig,
mit den Pokémon Parts, weil ja Resident Evil 2 rausgekommen ist. Das große Remake. Das wird jetzt eine wilde Achterbahnfahrt, von welchem Projekt Parts kommen. Weil ich will ja, gut, Yo-Kai Watch und Smash müssen zurückfahren. Aber ich kann euch auch nicht garantieren, wann immer die Parts kommen von Let's Go Pikachu. Es tut mir auch ein bisschen leid und weh im Herz, ne? Und Spyro ist ja auch noch, wollen wir nicht vergessen, ne? Spyro vergesse ich nicht. Wir haben noch Spyro 3 zu erledigen. So, ich weiß nicht, was du hier machst, aber für den Fall, dass du kämpfen willst. Ich werde mein Bestes geben, möglichst gut die Parts zu bringen. So viel kann ich sagen. Das war jetzt immer der Fall, jeden zweiten Tag ein Part. Pokémon Let's Go. Das dürfte jetzt auch, ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Es tut mir leid. Ich möchte euch einfach nur hiermit sagen, nehmt mir nichts krumm. Pokémon wird nicht zurückgefahren, weil, oder ich weiß noch nicht, ob es zurückgefahren wird. Ich gebe mein Bestes, das nicht. Officer Rocky! Oh, willst du dich etwa den Herausforderungen der Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung einer schönen Polizistin? Fake? Oh. Ah! Ist jetzt nicht so, dass ich Geldnot hätte. Aber ich weiß es nicht. Die hat mich geheilt. Ich habe kurz vor ihr... What the fuck? Holy shit. Ja, ohne Worte. Einfach ohne Worte. Mann, Onyx, du bist fett im Weg, ne? Fett und im Weg. Holy cow. Kabums. Lemino Lewinsky. Was ich gut finde, man kann hier nicht aus Versehen die Steine verschieben. Das ist auch manchmal der Fall, dass man einen Move gemacht hat, den man eigentlich nicht machen wollte, weil man einfach nur in die Richtung laufen wollte oder so ein Schmarrn. Wenn man unvorsichtig ist. Das gibt's hier nicht, weil du musst halt nochmal drücken. Und ja, passt für meine Begriffe. Klick. Das finde ich gut. Blizzard, die hauen die Techniken aber auch raus. Na, das gucken wir uns doch direkt mal an. Blizzard wäre schon auch... Ja, Hallöchen, ne? Mal ganz kurz gucken. Solarstrahl. Glurak. Warum? Ja, und Giflor. Vielleicht ist es besser als Rasierblatt im Endeffekt. Darf ich mal schauen? Du bist auf jeden Fall auf Spezial. Und das ist Spezial. Und Rasierblatt ist... Oh yeah, auf jeden Fall. Also ich mag Rasierblatt, aber es ist halt nicht... Ne, Giflo, ihr seht ja, der hat 100 zu 181. Also Angriff und... Angriff ist sogar schwächer, ne, gemacht worden. Zugunsten der Spezialverteidigung. Weswegen Solarstrahl vielleicht besser ist als Rasierblatt. Ja, doch, 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 doch. Rasierblatt haben wir schon vor Ewigkeiten mal benutzt und haben uns geärgert, dass es halt nichts war. Kraftkoloss für Dido King? Nee. Und Blizzard? Alter, können schon wieder zwei lernen, ne? Yugong sollte das lernen, weil Yugong kann auch Erholung. Zwar habe ich das heute schon eingesetzt, aber an für sich scheiße ich auf Erholung. Setz gerne Blizzard ein. Gut. Unser Yugong hier ist mehr auf physisch, aber das ist nur wenig. Generell hat er Werte, die eigentlich ein bisschen lächerlich sind. Das ist schade. Ja, ja, komm. Scheiß auf Erholung. Hier kommt der Blizzard. Na, ordentlich, ne? Ordentlich. Ordentlich.
Der heilt die einen da. Das gibt's einfach nicht. Hab ich die schon? Nö. Es ist die Bestimmung eines Trainers, stets auf der Suche nach starken Gegnern zu sein. Das steht jedem frei, oder? Steht jedem frei. Anna, was laberst du? Will ja nicht jeder der Beste sein, oder? Keiner gesagt. Oh. Oh. Vielleicht ist Blizzard doch gar nicht so geil. Was zur Hölle? Alles oder nix? Blizzard direkt verlernen. Was denn das? So kann ich doch nicht bei Siegfried aufkreuzen. Alter! So, ihr Ernst jetzt. Was war das denn? Best-Offer-Stelle, habt ihr das gesehen? Solltet ihr. Ich habe mich wirklich darauf eingestellt, gleich total diabolisch zu lachen und dann noch diese Diskussion, wer trifft, der hat gewonnen. Und alle KP, AP, alle AP sind auch im Arsch. Warum? Hier ist übrigens das Nocturne, weil ich schon eins vermisst hatte. Okay. Gut. Wie ihr meint. Vielleicht die lustigste Szene des Let's Plays bisher, oder? Hat was, hat was. Ach, Moment, er ist auch Typ Fee, ne? Okay, reicht trotzdem. Reicht! Ach, du bist wirklich stark. Ja, da haben wir jetzt schon über die halbe Stunde, ne? Das ist ein bisschen unangenehm. Ich dachte halt, ich schaffe mehr. Ich dachte halt, ich schaff's schneller. Aber dann wird's eine runde Sache. Wir werden im nächsten Part die Siegestraße abschließen. Mit dem legendären Pokémon, der aber wirklich... egal wie lang es dauert. Und wahrscheinlich uns auch ausrüsten für die Pokémon-Liga, sodass wir in dem Part darauf direkt bei den Top 4 antanzen können. Viele Trainer sind es nicht mehr hier unten. Also ist der komplett selbe Verlauf wie früher. Aber hier machen wir Schluss. Daumen hoch oder Daumen runter. Let's go Pikachu, wird immer bunter. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.